Eine ganze Schulklasse, das ist die 2G des Klosterneuburger Gymnasiums. Und die haben sich zu dem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, der Zauberlehrling, eine eigene Komposition ausgedacht. Unterstützt wurden sie dabei von Studierenden der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und natürlich von Musikern des Tonkünstlerorchesters. Ah ja. Wir haben schon mal über die Überschwemmungsmusik geredet. Was ist das Entscheidende Überschwemmungsmusik? Es fängt ganz harmlos an und es wird immer schlimmer und schlimmer. Meine Vorbereitung ist natürlich die eines Musikers. Ich gehe natürlich vom Werk aus, eben hier vom Paul Dukas, vom Zauberlehrling, und versuche mich so in die Fantasie oder in das Erleben eines Kindes hineinzuversetzen, um nachzuspüren, was könnte für sie wichtig sein. Und da biete ich einen offenen Rahmen, in dem sie sich dann einbringen können. Und aus diesem Prozess und aus dieser Arbeit miteinander entsteht dann eigentlich erst das, was jetzt auf die Bühne kommen wird. Okay, probieren wir mal aus. Möglichst tiefen Klang am Anfang. Ich habe mich am Anfang nicht wirklich so getraut, laut zu spielen. Aber man muss sich halt überwinden und halt einfach laut und selbstbewusst spielen. Genau, super. Die große Herausforderung ist die, dass man vom Regelunterricht etwas Abstand nimmt, projektbezogen arbeitet. Und so wie es in der Musik ist, nicht nur nach Noten musiziert, sondern auch freie Improvisationen bzw. grafische Notationen und die Komposition des Paul Dukas vielleicht aufwertet dadurch. Mein Vorschlag wäre zum Beispiel, könntest du auch, was typisch für ein Streichinstrument ist, könntest du Glissandi machen. Und vielleicht erst auf einem ganz tiefen Ton, auf einem tiefen Ton, leicht kleine Glissando. Und dann steigerst du, machst die Amplitude größer. Mich fasziniert die Disziplin, die die Kinder an den Tag bringen und mit welcher Professionalität sie teilweise schon herangehen und Fachwissen auch schon vorhanden ist. Eigentlich ging es darum, vor allem um das Zusammenspiel, dass man dann doch versucht, gemeinsam einzusetzen, gut aufeinander zu reagieren, vielleicht auch noch zu klären, wobei das eher die Tipps der Jugendlichen an mich war, wie die Reihenfolge dann wirklich funktioniert, welche Einsätze ganz wichtig sind und wie wir das so gestalten, dass es wirklich gut wirkt auch. In einer normalen Musikstunde gehen wir halt rein und machen entweder Musiktheorie oder wir singen ein Lied und da wird halt auch viel gesprochen und viel besprochen und auch ganz andere Sachen einfach. Wir machen Musik und komponieren eben alle Strophen neu. Das ist nicht so alltäglich. Ich bin Klarinettist im Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Ich versuche halt ein paar Tipps zu geben, Effekte zu zeigen auf der Klarinette, die man vielleicht verwenden kann. Natürlich ist es sehr wichtig für uns Orchestermusiker und fürs Orchester, die jüngsten Zuhörer möglichst früh abzuholen und die zu begeistern. Und was vielleicht für euch fürs Komponieren auch interessant ist, der Tonumfang von der Klarinette. Mir macht es sehr viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. Ihr könnt mich alles fragen, wenn ihr Klänge oder so sucht. Es gibt noch viele andere Sachen, die man auf der Klarinette machen kann. Die Instrumente werden anders genutzt, als sie ursprünglich gedacht waren. Das heißt, die Klarinette wird nicht gespielt, sondern es wird auf ihr getrommelt. Oder beim Klavier wird die Saite gezupft. Beim Blech einfach draufklopfen, Regentropfen. Und das ergibt halt ganz andere Töne von den gleichen Instrumenten. Ich habe mir gedacht, ich schnappe mir jetzt mal die eine Klarinettistin, die in meiner Gruppe war. Ich habe ihr dann Sachen gezeigt, nur ins Mundstück blasen, nur Luft durchblasen, was vielleicht Wellen oder Wind oder so nachahmen kann. Mal weg vom reinen, schönen Töne blasen. Die Kinder
lieben es, projektbezogen zu arbeiten, Workshops zu absolvieren, andere Musiker kennenzulernen, Profimusiker kennenzulernen und auch in Zusammenarbeit mit dem Herrn Floßdorf eine andere Art, einen anderen Zugang zu bekommen. Nicht den typischen Schulzugang, sondern den eher praxisbezogenen Zugang, den aktiven Zugang. Und nachdem wir so nett begrüßt worden sind mit dem Popsong, den Sie für uns gesungen haben, habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich gleich was Jazziges drauf, wo Sie auch gleich mitschnippen können. Und ich habe noch ein paar hohe Töne gezeigt und laute Töne gezeigt. Die Eskanette wird ja für schrille Sachen meistens verwendet. Da kommt man halt auch noch drüber übers Orchester in den ganz hohen Lagen. Jetzt kommen sie alle schon. Es gibt am Anfang ein Chaos. Im Chaos ist es wichtig, dass das Bassmotiv vorkommt. Becken langsam rein. Du kommst nur wegen dem Wirbel dann. Es gibt ein Chaos, ja? Für einfach Vollgas. Ja. Du versuchst sie zu hören und du mischst dich mit ihr harmonisch, okay, oder wie du auch fühlst. Ich meine, die Arbeit hat sich so entwickelt, dass wir das Gedicht in 7 Strophen geteilt haben und in Refrains. Und die werden von Gruppen übernommen und die Refrains von der ganzen Gruppe. So, es hat eigentlich eine offene Form. Die Längen sind nicht ganz bestimmt, sondern es wird sehr viel spontan entschieden und das macht alles sehr lebendig. Und es ist für mich eine wirklich sehr schöne Arbeit. Ich genieße es wahnsinnig viel. Habt ihr Schuhe an, Tänzer? Da gibt es eine Klasse, die wird auf der Bühne stehen als Orchester. Und es gibt eine Klasse, die wird als Tänzer auf der Bühne stehen. Die erste Klasse, die 1G, die sind zurzeit noch auf der Probebühne. Sie werden eine Gestaltung, eine Choreografie zeigen. Und sie haben sich in den Workshops gemeinsam mit 9 Rhythmikstudierenden zusammengetan und haben zum Thema Wasser gearbeitet und werden eine Choreografie, das ist ein gestalteter Tanz, zeigen. Viertes Mal. Wasser fließe. Dieses Projekt ist riesig. Es sind so viele beteiligt. Von der Schule sind ja über 10 Lehrer, die sich an dem Projekt in irgendeiner Art und Weise einbringen und auch fächerübergreifend dadurch arbeiten. Ich hatte das auch diesmal geschafft, lang im Vorfeld, also ein Jahr vorher, die Lehrer einzubinden inhaltlich und da auch Vorschläge gemacht. Und das ist auch wirklich umgesetzt worden, also dass der Zauberlehrling eben auch ein Thema im Mathematikunterricht zum Beispiel ist. Ich wurde vom Herrn Professor Exel, dem Klassenvorstand der 2G, gefragt, ob ich das Thema Wasser einbauen kann in den Mathematikunterricht. Und als Einstieg haben wir ein paar Schätzaufgaben gemacht über den Wasserverbrauch, über die Verbreitung weltweit. Es war für die Kinder faszinierend, dass man 124 Euro für eine Flasche Wasser zahlen kann. Beim Zauberlehrling ist es so, dass der Zauberlehrling halt Wasser will für seine Badewanne. Und der Besen bringt halt aber immer mehr Wasser. Und dann geht das ganze Haus über und so ist halt das eigentlich mit Wasser zu tun. Mir hat am besten gefallen die Wasserexkursion. Wir waren bei den Wiener Wasserwerken, haben uns dort eben informiert, wie sieht heute Wasserversorgung aus in der Auseinandersetzung zu dem, wie sah sie damals zu Goethes Zeit aus oder wie sah sie zur Zeit von Dukas aus. Wir haben viel über Wasser erfahren, auch wie es in anderen Ländern ist. Wie dreht man den Wasserhahn auf und dort muss man erst mal 200 Meter gehen, bis man überhaupt bei einer Wasserquelle ist. Wenn man Höhenangst hat, sollte man nicht draufgehen. Meine Arbeit als Kunsterzieherin schaut zu dem Projekt so aus, dass wir eigentlich über die Literatur, also das Gedicht, eingestiegen sind, ja, und die Dramatik des Wassers in die Grafik umgesetzt haben.
Wir haben auch in der Kunsterziehung uns ein bisschen über die Farbenlehre Goethes unterhalten, ist eine zweite Klasse. Also Sie wissen auch von der psychologischen Wirkung der Farbe. Ja? Die Töne fließen vom Instrument ab, wie das Wasser von einem Berg runterfließt. Hier beim Projekt unterstütze ich das Orchester, die Kinder. Ich habe ein Mikrofon und bin am Beatboxen während der Komposition. Ich beschäftige mich mit der Frage, was man mit der Stimme für Klänge erzeugen kann. Wie klingt das, wenn ein Besen plötzlich zum Leben erwacht und irgendwie anfängt da zu arbeiten? Fagott sitzt hier neben dem Saxophon, da hinten drin. Vielleicht kannst du dazu gehen. Dann habe ich einen Kontrabass, sitzt neben der Violine. Also die Musik Paul Dukas selbst ist natürlich gerade für uns als Fagottisten etwas sehr Lustiges zu spielen. Es ist ein bisschen virtuos, also wenn es irgendwie besonders traurig oder besonders lustig wird, dann wird irgendwie das Fagott eingesetzt vom Komponisten und genauso ist es eigentlich hier. Also die drei Fagotte plus das Kontrafagott zusammen eigentlich eine recht prominente Rolle spielen und den Charakter des Stückes doch zum Wesentlichen auch tragen. Ich würde euch Folgendes bitten, dass wir uns um 7.45 Uhr unten treffen und dass alle zusammen helfen, auch das Schlagzeug, Xylophon und so weiter, damit wir das in den Bus verladen können. Die Klassengemeinschaft wird immer enger, weil es eben ohne dem einen nicht geht und wir halten immer mehr zusammen. Meine Wünsche für die Probe, dass die spüren, die Schüler, dass das was ganz was Tolles ist, auf der Bühne zu stehen. Dass sie das schon spüren in einer Probe, weil das gibt mir dann die Energie, dass sie dann auch mit Mut im Konzert dann auf der Bühne stehen werden. Also das ist mein größter Wunsch, dass sie das spüren und die Freude daran steigt noch. Nicht nur hier eben im geschützten Rahmen einer Schule, sondern dass es auch draußen für sie spüren wird. Ich habe die Kinder beobachtet, als sie bei der Tür da reingegangen sind und ich glaube schon, dass das für sie schon ein sehr besonderer Moment war, zum ersten Mal auf einer großen Bühne zu stehen und ja, die Atmosphäre zu spüren und alles so groß und neu und ja, funkelnde Augen waren dabei, das ist natürlich das Schönste. Also wie das Projekt begonnen hat, wussten wir glaube ich alle noch nicht, wie es wird und es entwickelt sich halt jetzt sehr gut. Und ich hoffe einfach, dass es den Zuschauern auch gefällt, dass alle dort gern hingehen und dass wir das gut auf die Bühne bringen. Mal groß vor vielen Leuten auf einer Bühne was machen, glaube ich, ist auch gut für Selbstbewusstsein. Die Proben werden immer besser und sie trauen sich viel mehr jetzt. Also ich glaube, jedes Mal bin ich mehr begeistert vom Projekt. Ja, spiel was einfach nach Gefühl, improvisier was, das kommt immer mehr und ja, das ist sehr, sehr dankbar für mich. Natürlich wurde die Technik eingestellt, also Tontechnik. Das Licht wird heute noch eingestellt. Und ja, es war schon eine Herausforderung, dieses Projekt, weil wenn man jetzt mit bedenkt, dass ja unser Orchester schon bis zu 70 Leute sein werden und wir ja über 50 Kinder auf der Bühne haben, kann man sich vorstellen, wie viel Platz wir auf dieser Bühne brauchen. Also ich glaube, es gibt nichts Bereichernderes für einen Menschen, Wenn er selbst Musik macht. Und ich hoffe, dass sie mit einem gestärkten Selbstbewusstsein aus dem Projekt gehen und auch wahrnehmen, was auf dem Gebiet um sie herum alles Tolles gemacht wird, eben von zum Beispiel dem Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester. Tschüss. Bis Samstag. Bis Samstag. Das ist so cool.
Unsere erste Bühnenprobe hat heute stattgefunden und unser Kinderorchester war total souverän. Die sind auf der Bühne gestanden wie Profis. Okay, wir stellen jetzt der Klasse 1G unsere Komposition vor. Sobald das Becken wird spielen, das soll ausklingen. Das ist vielleicht nicht so lang, weil es war ja vorher schon das Chaos. Es ist finster und die Kinder laufen alle auf die Bühne gleich. Wir sind im Päckchen. Man hört die Ocean Drum. Wenn die Geigen beginnen, stellt sie ein Knie auf, damit ihr dann auch leicht so aufstehen könnt und wieder runter. Wir kommen ja jetzt vom Musikalischen zu einer Tanzdarbietung und wir haben da ein bisschen Stimmung gemacht. Das heißt, geht ja auch um leise sein, um Stille hier beim Tanzen. Jetzt macht der Zauberer eine Bewegung und zaubert damit quasi das Tuch her und das Licht geht an. Also ein großer Lichtkegel über euch. Dieser schwarze Schuh hier bei der Hanna ist da, wo die Gruppe 1 steht. Dieser Schuh hier ist Gruppe 2. Der äußerste rote Schuh hier ist Gruppe 3 und der hintere ist Gruppe 4. Jetzt geht's einfach mal auf eure neuen Plätze. Und in der Body Percussion werden wir schauen, dass diese Gruppe hier vorne sich noch ein bisschen nach außen dreht, damit ihr nach vorne schaut ins Publikum, damit man euch alle sieht. Denkt wieder an die Laseraugen. Sogar da ganz oben sitzen Leute und auch die wollen gesehen werden von euch. Ganz nach vorne schicken und dann verzaubert ihr alle, sage ich euch. Es gibt schon so Momente, da war ich da und mich gar nicht getraut, mich zu bewegen. Wenn der Eisberg geschmolzen ist, dann laufen alle ganz schnell auf ihre Plätze. Wir versuchen gleich mal, so wie jetzt vorhin oben, einen Ablauf zu machen. Versucht euch den Platz zu merken. Dieses Mikro hier ist ganz genau unsere Mitte. Ich brauche das Mikro für die Aufnahme. Okay. Das wäre der Moment, wo die Agnes jetzt den Zauberhut stiehlt. Du den wirklich wie ein Dieb dir schnell klauen. Aber ich finde, ihr habt es super gemacht, weil es ist viel weniger Platz hier und ihr habt es einfach trotzdem gemacht. Das finde ich ziemlich gut und professionell von euch. Wir werden jetzt dann uns noch auf die erste Orchesterprobe vorbereiten. Der Alexander Merzin, unser Dirigent, wird am Freitag anreisen. Fürs Konzert jetzt wünsche ich mir natürlich, dass die Jugendlichen auch was mitnehmen aus dieser Produktion, dass es bereichernd ist für ihr Leben, dass sie auch weiter daran denken und manche vielleicht auch einen Anstoß haben, mehr in die Richtung weiterzumachen. Ich wünsche mir für dieses Konzert, dass das Publikum auch diese Energie und diese Faszination mitbekommt. Mein Wunsch wäre, dass alles gut geht und ganz viele Leute kommen. Willkommen im Festspielhaus St. Pölten. Thank you.
Also was ich von dem Projekt mitnehme, ist eben, dass die Schule verändert. Und ich nehme mit, dass es wahnsinnig super ist, mit den Tonkünstlern zusammenzuarbeiten. Dass da ein super Team da ist, die das wirklich stützen und einem den Rücken frei halten. Das ist großartig.